heißt Der Simon und der macht eine Mischung aus Kabarett, Comedy und Impro-Vortrag. Begrüßt ihn mit einem tosenden Applaus, Der Simon! Der Kollege hierher gefahren und er hat so auf dem Hinweg zu mir gesagt, wäre doch sehr mutig, dass ich mich hier so vor euch stelle und halt irgendwie was präsentiere, so die Kombination aus allem Möglichen und ihr wisst gar nicht, was auf euch zukommt. Und da habe ich gesagt, na, ich finde es viel mutiger von euch, dass ihr euch hierher setzt, wo ihr ja gar nicht wisst, was auf euch zukommt. Ja, das ist schon, also, wir leben ja heute in einer Zeit, wo Mut bedeutet, du gehst aus dem Haus, obwohl das Handy nur noch 70% Akku hat. Ja, am Ende noch ohne Powerbank. Für alle, die es nicht kennen, Drucker Babes, das sind so tätowierte Tussis, ja, fahren mit 400 PS quer durch Deutschland. Die holen irgendwo was ab, fahren einmal durch die Gegend und bringen das irgendwo wieder hin, ja. Der unterbezahlte Hermesbote würde sagen, das ist mein Alltag. Das ist mein Fan, der reist mir hinterher. Dann das andere ist Goodbye Deutschland, kennt ihr vielleicht, oder? Ja. Ja? Goodbye Deutschland. Die Leute merken irgendwie so in Deutschland, im Sommer ist es heiß, im Winter ist es kalt, ich gehe. So, dann verkaufen die ihr Haus, die verkaufen ihr Auto. Die verkaufen vielleicht nur die Kinder und dann sind die weg, weil sie irgendwo gesehen haben, in Kanada, da kannst du ja Bäume fällen, ja, da kannst du in der Blockhütte wohnen. Dann fahren die dahin und dann merken die vor Ort, ich muss ja da auch was arbeiten. Das ist ja ganz komisch. Die Blockhütte muss ich mir am Ende doch selber bauen. Ja, und dann sprechen die Ausländer ja noch eine andere Sprache. Und Dschungelcamp kennt ja mittlerweile auch jeder, ist ja so ein bisschen ausgelatscht in der Tat. Ne, kennst du nicht? Ich erkläre es ganz kurz. Es sind so, sagen wir mal, B- und C-Promis, ja, die jetzt irgendwann Z-Promis geworden sind. Und die kündigen im Fernsehen irgendwelche an, die eigentlich gar keiner mehr kennt. Ich erarbeite aber gerade ein ganz neues Geschäftsmodell. Das wird irgendwie so aussehen, ich habe keine Kunden mehr, ich habe keine Mitarbeiter und verdiene trotzdem irgendwie sau viel Geld. Wo waren wir? Mein Geschäftsmodell und dann, Tobi, wissen, wie bin ich denn in der Zeit überhaupt? Läuft noch? Die Azubis, ich stand vor den Azubis, danke, sehr. Oh nein, ich hab's nicht. Möglichkeit Nummer zwei war, ich buche irgendwie so ein Sprechertraining, ja? So ein Mentoring nennt sich das ja heute. Und habe ich geguckt, gegoogelt, heute googelt man ja. 15.000 Euro, ein Jahr. So. Also auf jeden Fall, wenn dieser Mitarbeiter Typ Nummer 1, ja, wenn das irgendwie einer so von Goodbye Deutschland wäre, dann wäre das so der Conny Reimann. Hat jemand einen Führerschein? Ja. Ja. Der Rest ist alles zu Fuß hier oder direkt von den Fridays for Future Demonstrationen hierher? Und ich habe einen ganz kurz, den muss ich noch fertig machen, das ist die Pointe weg. Oder? Komm, die zwei Minuten habe ich noch. Der Mitarbeiter Typ Nummer 3, habt ihr eine Teeküche auf der Arbeit? Ja. Kaffeeküche? Ja. Wer trinkt alles Kaffee? Woo! Kaffee-Vollautomat kennt jeder? Den Mitarbeiter Typ Nummer 3, dem habe ich die Möwe zugeordnet. Und die Möwe einfach aus dem Grund, die Möwe kommt morgens ins Büro reingeflattert, ja, die flattert rum, die schnattert rum, die scheißt hier in die Ecke, fliegt wieder raus, zurück bleibt ein Haufen Scheiße. In diesem Sinne, fahrt vorsichtig auf die Arbeit, macht Spaß.